Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal in einem ganz anderen Format als sonst. Und zwar habe ich heute das allererste Mal auf meinem Kanal hier einen Gast. Hi Armin. Hi, zusammen. Armin, du sitzt gerade in Paraguay, ist das richtig? Sí. Sí, señor. Spanisch ist auch schon am Start, super. Ja, wie gesagt, Armin ist auch vor einiger Zeit schon ein bisschen länger als ich ausgewandert, und zwar nach Paraguay, nicht in die Domrep, so wie ich. Und er hat dort ein ziemlich cooles Projekt gestartet. Und da hat er mich angeschrieben, hat gesagt, das würde er gerne mal mit der Community teilen. Armin, stell dich doch erstmal vor. Ja, wir sind eine Familie aus Deutschland, sind 2020 ausgewandert und haben uns für Paraguay entschieden. Ja, super. Und dann erzähl doch mal, was mich als allererstes interessieren würde. Warum wolltet ihr Deutschland verlassen? Ah, lange Geschichte, Selbstständigkeit in Deutschland, die Mentalität, die Zwänge, soll ich sagen, die Einschränkung der Freiheit, alles reglementiert. Das war für uns oder hauptsächlich für mich und meine Kinder für die Zukunft nicht mehr lebenswert oder auch nicht mehr erstrebenswert, da Energie reinzustecken. Ja, ziemlich ähnlich wie bei mir eigentlich. Wird sich bei die Auswanderer eigentlich überall die Waage halten, warum sie die westliche Welt, speziell Europa oder Deutschland, verlassen haben oder verlassen Auf jeden werden? Fall, auf jeden Fall. Bei dir ist es wie lange jetzt schon her? Wie lange bist du jetzt in Paraguay? Das war knapp 3 Jahre, wo Knapp wir, also 3 Jahre. zu Beginn der Corona-Zeit. Ah, okay. Das klingt logisch. Bei mir hat es Gut, danach noch ein Jahr wobei. gedauert und du warst ziemlich gleich am Anfang weg, ne? Ja, Corona hat uns noch einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil ja die Ausreise überall blockiert wurde und auch die Einreise. Das hat uns dann nur 3 Monate nach Mexiko verschlagen, bis wir dann endgültig nach Paraguay konnten. Aber das war dann schon eine kleine Tortur. Aber Ja, Ziel das glaube war ich. schon vor der Corona-Zeit Paraguay. Also ihr habt euch schon vorher entschieden, das Land zu verlassen. Okay. Also es war ein Prozess von knapp einem Jahr, wo wir gesagt haben, jetzt haben wir die Fatzen dicke, wir packen unsere Sachen gehen. Okay. Und warum ist es dann letztendlich Paraguay geworden? Ja, wir haben uns Weltkarte angeschaut und überlegt, was ist für uns machbar, was ist reell zu machen, sprachlich, kulturell. Westliche Welt fällt aus, russische Welt oder der Ostblock fällt raus, wächst Sprache und auch Kultur. Asiatische Bereich ist für uns völlig weltfremd, was Lebensmittel und auch die Sprache angeht. Es blieb Südamerika und eben Paraguay durch die einfache Migration und auch durch die Offenheit der Menschen hier. Spanisch, Südamerika, Klima, das hat einfach alles gepasst. Ja, so ähnlich war es bei uns auch. Irgendwie bleibt nur Südamerika, Mittelamerika, wenn man die anderen Sachen ausschließen kann aus den Gründen, die du gesagt hast, ne? Vor allem die Sprache. Ich möchte jetzt auch nicht irgendwie Thailändisch lernen wollen, ne? Da fällt Spanisch doch schon um einiges leichter. Es ist auch kompliziert, aber Spanisch ist dann doch nur in der Welt brauchbarer wie jetzt Swahili oder keine Ahnung, was Ja, für Sprachen klar. alles gibt. Ja, auf jeden Fall haben sie die gleichen Buchstaben und nicht irgendwelche chinesischen Zeichen oder Kyrillisch, da komme ich ja überhaupt nicht zurecht. Ne? Muss man plötzlich noch von rechts nach links lesen oder sowas. Ja, Das war und mitunter ein Grund, ja. um auch den Kinder, unsere Kinder das zu erleichtern. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und in Paraguay hast du, wie ich gehört habe, ein ziemlich großes Projekt am Start. Ja, wir sind dabei und haben schon einige Stücke geschafft, uns autark und auch dezentral aufzustellen. Sprich, man sieht's, eigene Wasserversorgung, eigenen Strom. Wir haben einen Tiefbrunnen mit 360 Meter Tiefe, eigenen Strom mit 18 kW Leistung. Internet ist verfügbar auf dem Land. Wir sind eigentlich relativ, was die Infrastruktur angeht, autark. Was den Ackerbau und die Lebensmittelversorgung betrifft, sind wir schon ein Stück weit vorankommen. Sprich, Obst und Gemüse ist im Aufbau. Es ist ein wenig schwieriger wie in Europa, wächst der Hitze und auch wächst die Fressfeinde. Ameisen sind hier ganz extrem. Das Wetter.
Aber wir sind dabei, uns autark und selbstständig aufzustellen. Wir haben auch schon Plantagen gepflanzt mit Eukalyptus und Pino, also sprich Kiefer, was uns in 10, 15 Jahren wieder einen Ertrag bringt. Ja, und es ist in Arbeit. Jeden Tag lernen wir aufs Neue und versuchen da eben einen Überschuss zu produzieren, zu verkaufen teilweise oder eben Geld zum Sparen, indem wir es selber konsumieren. Ja, dass es alles gar nicht so leicht ist, wie man sich dann vorstellt, wenn man aus Europa kommt, habe ich selbst am eigenen Leib schon gemerkt. Ich habe auch gedacht, ich nehme die Samen aus Europa mit und mache hier mal schöne Maisplantage. Ja, nix was. Wie du schon sagst, es waren die Nein. Ameisen, denen das dann gut geschmeckt hat, aber wir hatten, glaube ich, einen Kolben und der war auch nur halb. Ja. Bei uns sind es die Papageien, die wo dir hier den Mais zu fressen. Also es ist nicht so leicht. Ja. Bei so einem Gemüse ist es hier halt entweder du spritzt oder machst sonst irgendwas oder du baust halt für die Insekten und Vögel an, ne? Es gibt nur die zwei Optionen. Entweder baust du es für dich an und du musst ein bisschen mit Chemie. Wir versuchen auf organische Produkte zurückzugreifen, aber du kommst ohne bisschen Chemie fast nicht. Es funktioniert nicht. Also der ökologische Landbau oder wie wir es immer bezeichnen, das mag funktionieren in einem sterilen Raum mit gezüchteten Samen, wo gegen alles resistent sind, aber in der Natur, im freien Leben fast aussichtslos. Also ist Ja, der Kampf gegen Windmühlen. vor allem, wenn man das in einem größeren Ausmaß machen will, nicht nur kurz vom Garten ein paar Tomaten anpflanzen, sondern größer, so wie du das ja machst, ne? Ja, wir haben schon circa 1,5 Hektar für Mandioca, Wassermelonen, also Sandia, Mais, Bananen. Da kommt schon eine Menge zusammen. Und wenn dann so 1 Hektar oder 2 Hektar bewirtschaften möchtest, damit du auf Überproduktion kommst oder eben 5000 Quadratmeter Zitrusfrüchte, da musst du tätig werden, weil sonst hast du die Pflanzen für andere, also für Insekten und nicht für dich, dann ist die Arbeit umsonst. Jeden Fall, vor allem wenn man wie du Autarkie quasi erreichen will. Und da würde mich mal interessieren, definier für dich mal Autarkie. Was ist für dich eigentlich Autarkie? Also wenn man es jetzt aus dem Wikipedia nimmt, ist ja Autarkie 100% selbst zu produzieren und davon zu leben, was ja reell Märchen ist. Du kannst deinen Stoff herstellen und deine Hosen nähen. Das kannst du machen, wenn du dich darauf professionalisierst. Aber für mich ist Autarkie so viel zu produzieren, damit ich davon leben kann, an Ernährung oder Strom zum Beispiel, und an Überschuss zu generieren von 30, 40% und diesen Überschuss zu verkaufen in Geld oder Tauschwerte zu transformieren praktisch, um dann wieder das Geld oder die Tauschgüter zu verwenden, um mein Defizit aufzufüllen, um praktisch davon leben zu können. Also ich kann ja Sprit nicht produzieren, aber letztes Jahr zum Beispiel haben wir Wassermelonen gegen Benzin getauscht. Das funktioniert. Ist für mich ein fairer Deal. Ich kann meine Maschinen bedienen oder mein Auto tanken und habe Wassermelonen dafür getauscht, was ja für mich ein Teil Autarkie bedeutet und natürlich Freiheit. Weil ich bin nicht gezwungen, im Hamsterrad zu agieren, um für wen anders 8 oder 10 Stunden zu funktionieren, um dann Euros oder Dollars zu generieren. Das ist für mich, hat es mit Lebensqualität oder Freiheit, Autarkie nichts zu tun. Also das ist der falsche Ansatz. Der richtige Ansatz meiner Meinung nach ist Überproduktion, tauschen, verkaufen, um eben den Gegenwert wieder in das einzutauschen oder zu kaufen, was einem fehlt. Absolut, das ist in meinen Augen auch der richtige Ansatz, weil das, was viele so als Selbstversorgung bezeichnen, das ist schon, wie du sagst, eigentlich Träumerei. Wenn man sagt, man will alles selbst produzieren, dann lebst du aber auch wie ein Höhlenmensch, ne? Dann Ja, isst und du wir nur sind im noch die, 21. dann isst du nur noch Kartoffeln und Tomaten vielleicht ab und zu und läufst mit einem Lendenschurz rum. Aber das wollen wir ja nicht, ne? Wir wollen unser Internet, wir wollen unsere Energie, wir wollen ein Auto, vielleicht in deinem Fall sogar einen kleinen Trecker. Hast du einen Trecker? Ich habe so einen kleinen Einachser,
so ein Moto-Cultivadora nennt sich das. Trecker, Kleintraktor ist geplant, aber 10.000 Euro sind halt auch 10.000 Euro. Die Investition muss gut überlegt sein. Momentan funktioniert's mit meinem Gerät. Wenn sich das erweitert oder eben entspannter arbeiten will, nämlich so viel mit Muskelkraft, dann ist die Investition zu überlegen, ja. Aber momentan funktioniert es relativ gut. Daher ist das für mich akzeptabel. Ja, bei der Autarkie von dir geht es nicht nur um Lebensmittel, sondern da geht es vor allem auch um Energie, dass du dich selbst mit Energie versorgen kannst. Und erzähl doch mal ein bisschen was über deine Photovoltaikanlage. Das machst du doch bestimmt gern. so ein Herzensprojekt, oder? Ja, wenn man bedenkt, ich bin ja weder Elektriker noch Mechaniker noch irgendwas Studiertes. Ich habe mit der Materie eigentlich nichts am Hut. Es war eine Idee, das zu verfolgen, weil durch den Stromanbieter hier in Paraguay, Korruption, ganz klar, dann sind wir wieder bei dem Punkt Autarkie, monatliche Kosten, monatlich Geld ran zum Kahn, um den Energieversorger zu bezahlen, Stromausfälle zu haben, Spannungsschwankungen, Spannungsspitzen, Gewitter, das war alles nicht mein Gefühl oder meine Definition von Freiheit oder einfach Unabhängigkeit, unerpressbar, unregierbar, das sind so Punkte, was in meinem Kopf immer mit rumschwirren. Dann kam auf die Idee, ja, PV hat man in Deutschland auch schon, nur hier eben mit Speicher, autark. Und dann ist Mathematik. Wie viel brauche ich? Wie viel will ich investieren? Amortisationszeit oder wie sagt man, wann sich das amortisiert, ist auch eine Rechnung. Was kostet mich hier der Strom vom Stromanbieter, die Leitungslänge, Transformator? Und dann kann man gegenrechnen, abzüglich Stromausfälle und eben die monatlichen Kosten, das aufrechtzuerhalten. Dann war die Geburt der PV-Anlage durch einen Kontakt in Facebook, dann gekauft in Österreich, per Container Beiladung hergeholt. Und dann ging's ans große Googeln. Google, ganz wichtig, ein sehr nützliches Werkzeug, wenn man versteht, wie man es nutzt. Nicht bloß Katzenbilder angucken oder YouTube, Informationen zu ziehen, die für einen nützlich sind. Doch einen Bekannten in Deutschland, der Elektriker ist, Hilfe, wie, was, wo, viel lesen, Recherche, nächtelang, man kennt's, man sitzt nachts im Bett, liegt im Bett, Handy im Gesicht. Ja, und dann Installation, Speicher, was für Speicher, wie viel Speicher, Schweißen muss man lernen, weil man muss ja die Stellage ja schweißen, man muss verstehen, wie funktioniert Strom, man kriegt doch mal einen Stromschlag, ja, gehört dazu. Dann bin doch morgens dann direkt wach. Auch, wie Strom funktioniert. Akustik, nicht verstanden? Ich habe gesagt, dann bist du morgens auch direkt wach nach dem Stromschlag. Allerdings, ja. Ja, und dann eben, wo bringe ich das unter, wie installiere ich das? Wir haben uns praktisch ein Energiehaus gebaut, da ist der Tiefbrunnen drin, da ist die Wasserverteilung drin. Der Name sagt ja Energiehaus, das ist unser Gehirn vom Grundstück. Von da aus geht in alle vier Himmelsrichtungen, Leerrohre, Leitungen. Da wird alles gesteuert, da ist der Speicher drin, Wechselrichter, eigentlich alles, was wir brauchen zum Existieren. Guck mal, man merkt, du hast auf jeden Fall eine große Begeisterung dafür entwickelt, was ja richtig super ist, weil die Versorgung mit Energie ist ja wahrscheinlich auch das Wichtigste. Ne? Und du hast dann auch, du deckst nicht nur deinen eigenen Bedarf, sondern du hast auch Überschüsse, ne? Und wir haben Überschuss. Du hast dir was überlegt, was ziemlich interessant ist, was für meine Community wahrscheinlich sehr interessant ist, um mit dem Überschuss umzugehen. Ja, mit dem Überschuss, was ja kalkuliert war für Schlechtwetterzeiten und bewölkt und auch für die Nacht,
Es ist aber so, dass wir tagsüber enorm viel Überschuss haben, weil wir keine 18 Kilowatt, also ich drück's mal aus für die Laien, das sind 18.000 Watt pro Stunde, was wir Überschuss haben. Sprich, du könntest damit 18 Föhns mit Stufe 1 pro Stunde permanent laufen lassen. Also Überschuss tagsüber ohne Ende. Wir nutzen circa 2, 3 kW vielleicht, wenn überhaupt, Kühlschrank, Frierschrank, nimmt jeweils bloß 150, 200 Watt. Klimaanlage nimmt mal 1000 Watt, wenn sie läuft. Wir haben aber noch keine. Also Überschuss, dass man sich das mal in Zahlen vorstellen kann, ist massenhaft da, gerade wenn die Sonne scheint. Und wir haben uns gedacht, mit dem Überschuss könnten wir ja einen Miner laufen lassen. Mit zwei Bekannten, Freunde, ja, kann man so sagen, besprochen, Idee, Investition, gesagt, getan, recherchiert, was ist der Ertrag, rentiert sich's nicht, spielt da Individualismus mit ein. Und dann haben wir gesagt, ja, wir könnten einen Miner laufen lassen, der wo 3,5 kW, also 3300 Watt nimmt pro Stunde, was ja durchaus machbar ist, weil wir Überschuss haben. Und dann haben wir den über Telegram-Gruppe in USA über Hongkong bestellt. War dann ein wenig Tortur mit dem Zoll, aber gut, ist ja normal. Der Staat greift um sich, will immer was haben für keine Ja. Leistung. Dann haben wir ihn gekauft, installiert und ja, tagsüber, wenn praktisch die Sonne aufgeht und der Speicher es zulässt, schon, oder die Sonne scheint, schaltet man Miner ein, also wieder ich oder meine Kinder oder meine Frau, wenn es zur Schule geht. Und abends, wenn praktisch der Speicher noch, wenn die Sonne weg ist und wir noch 85%, 80% haben, das ist so mein momentanes Limit, dann schalten wir meiner wieder aus. Also der läuft momentan 10 Stunden, 9 Stunden, 11 Stunden, je nachdem, was uns die Sonne bringt. Wow, super. Was kommt dabei rum? Momentan 2 €, ich rechne in Euro, wenn sich Ja. die Dollar-Freunde beschweren. Ich habe keine Dollar, ich möchte meine Euros nicht in Dollar rechnen, ich rechne in Euro. So 2,50 €, 3 €, je nachdem, wie halt der Kurs gerade ist, die Hashrate sich verhält. Ja, es sind 0,0001, 1,2, 1,8. Es schwankt. Also wir sind bei 3,0 Stellen und dann kommt eine Zahl. Meistens eine 1. Ja, es läuft. Ja, Also, the das Return of geht. Invest, wenn wir rechnen, dann müssen wir weinen. Weil es ist ja, wenn man es als Investor sieht, momentaner Weg ohne Ziel. Wenn man es idealistisch sieht, Netzwerkunterstützung, Sicherheit, Ertrag, man generiert seine eigenen Bitcoins, ohne Börsen zu benutzen, um zu kaufen. Man ist frei, es ist ein Stück Autarkie und eigenes Geld, wenn man so will. Wir haben ja nichts anderes gemacht, wie Fiat-Geld transformiert in Elektrizität, in Wärme, in heiße Luft, wenn man so will, und schürfen damit Bitcoins, was meiner Meinung nach dezentral die Zukunft sein wird, was die Zahlungsmodalitäten, die Zahlungsmöglichkeiten anbetrifft. Von dem her ist es mitunter ein richtiger Schritt und wichtig für die Zukunft, wenn man so wie wir autark dezentral leben möchte und natürlich bestimmtes Maß an Freiheit sich zurückholen will, sein Grundrecht an Freiheit sich wieder nehmen will. Da gehört Bitcoin definitiv dazu. Definitiv. Absolut. Wenn es um Dezentralisierung geht, darf man Bitcoin natürlich nicht weglassen, ne? Ja. Ja. Und was habe ich noch für eine Frage? Welchen Antminer habt ihr denn da? Antminer, oder? Wir haben den Antminer S19 Pro Plus. Der macht Wow. 120 Terahash. Ja. Manchmal Kein sogar Problem für 140 S9. oben drauf. Wie bitte? Kein Problem im S9 hingestellt, sondern gleich richtig, ne? Ja, wir haben
was haben wir bezahlt? Um die 2300 Dollar. geteilt durch drei ist es durchaus finanzierbar. Es reißt kein Riesenloch. Es ist für drei Leute 700 Euro ist eine Investition, wo man durchaus tätigen kann. Da macht man mit anderen Sachen mehr Geld kaputt, weil wenn man jetzt ein Auto kauft, wird ja auch nicht der Return of Invest berechnet, wobei ein Auto ja viel mehr ist wie Antminer. Ja, und wie du schon gesagt hast, da spielt natürlich Idealismus eine große Rolle, aber wo wären wir ohne Idealisten beziehungsweise Pioniere, die den ersten Schritt machen? Ja? Ohne Pioniere, Idealismus, würde man heute noch nicht fliegen. Wir hätten keine PV-Module, wir hätten keine Computer mit Ryzen 9 oder könnten keine Message schicken über WhatsApp. Das sind Pioniere und da zählen wir dazu, ganz klar. Also nur Absolut. weil wir die Technologie fordern, man hat es in die Grafikkarten gesehen, wo man Ethereum gemeint hat, ohne die Miner für Ethereum wird es die Grafikkartenentwicklung heute nicht geben. Und ohne die Zocker, die wo Counter-Strike zocken oder ähnliches, oder Internet, ohne den guten Ping, was gefordert würde, würde das Internet heute nur am ISDN sitzen. Also es sind die Pioniere, es sind wir alle, wir die Community, was Dezentralität wollen. Und auch Absolut. Technologie. Ja, und auch jeder Node-Betreiber. Das ist der nächste Punkt, wenn man jetzt hier mal die Erfahrungswerte hat. Durch die PV-Anlage im Cambo, in der Pampa, bei einem relativ großen Grundstück sind die Gehwege teils lang. Also wir laufen bis ans Hoftor knapp 8 Minuten. Ich weiß gar nicht, ob du es schon Da gesagt ist hast. Das dann Grundstück hat wie viel Hektar? ja. Wir haben 14 bescheidene Hektar hier im Süden Paraguays. Wow. Es ist für europäische Verhältnisse groß, ja. Für Ja. paraguayische Verhältnisse sind wir, der Nachbar hat 1000 Hektar, der nächste hat 30.000 Hektar. Also Hektar ist hier keine Bezeichnung, oh, du hast viel. Also 14 Hektar ist okay. Es ist groß, ja, aber es ist okay. Hektar ist der Ausreichend. paraguayanische Quadratmeter. So in etwa. So in etwa, ja. Also Okay. mein Boot, mein Haus, meine Hektar. Ja. Na gut, wenn wir schon bei Bitcoin jetzt sind, wäre noch eine Frage, die mich und bestimmt auch die Community interessiert, und zwar, wie die Bitcoin-Adoption denn generell in Paraguay aussieht. Sind sie da schon weiter als in Deutschland, gleich, weniger? Also die Adaption schreitet voran. Es gibt vom Staat dirigierte Kryptolizenzen für Kryptominer. Es gibt hier in Mittelparaguay eine Bitcoin-Farm. In Asunción gibt es mittlerweile einen Bitcoin-Automat, glaube seit knapp einem Jahr. Es gibt eine deutschsprachige Krypto-Community auf Telegram. Wir haben mittlerweile, glaube 6 Monate was, gibt es eine Kryptobörse, wo man praktisch Cash handeln kann, also einzahlen, Banküberweisung und Kryptos kaufen kann. Asunción weiß ich jetzt nicht, in der Hauptstadt von Paraguay, wie das in Geschäften ist. Es gibt ein Antminer Support Service Center, wo man auch Antminer kaufen kann mittlerweile. Du kannst dann Miner kaufen und bei denen abstellen, die minen dann für dich. Da zahlst du aber dann 0,065 Dollar Cent pro Kilowatt. Also sprich, dein Strom frisst deinen Ertrag. Da ist PV-Anlage dann schon wirtschaftlicher, weil Na. der Strom ist umsonst. Also Also die Adaption ist da. Wie bitte? ein lokales Geschäft, in das du reingehst und nimmst einen Antminer unter den Arm und gehst wieder raus. Genau. Du nimmst ihn Ja, das. mit heim oder du sagst hier, ich kaufe den, stellst den für mich ab und meins für mich. Oder du nimmst ihn einfach in deiner Shoppingtüte ganz leger mit nach Hause. Cool. Also sowas habe ich noch nicht Ja. gehört. Das ist ja wirklich cool. Ah. Ja, und das war in dem Zeitraum, wo wir praktisch über USA in Hongkong bestellt haben, war eine Expo in Asunción und einer von uns war auf der Expo und hat es dann gesehen. Und dann haben wir uns gedacht, ja, super. Wir hätten uns sogar 50, 80 Dollar gespart und die Rennerei mit dem Zoll. Hätte man gleich da auch kaufen können.
Klar. Vorteil ist, dass wir original bei Antminer gekauft haben, sprich ein Hashboard geht kaputt oder wir brauchen Service, haben wir jetzt in Asunción eine Anlaufstelle, wo wir praktisch jederzeit Reparaturservice in Anspruch nehmen können oder Informationen brauchen, Garantiefälle. Also es ist mittlerweile, der Markt wächst. Und auch in Villarrica, so heißt die Stadt, wo praktisch die Mining Farm steht, da stehen, glaube ich, 1000 oder 2000 Miner. Da wird richtig produziert. Die haben eine Lizenz, mit dem Stromversorger, einen Vertrag. Also das Mining ist hier schon vertreten. Im Chaco zum Beispiel, in Holzhütten stehen da 5 Miner. Da wird dann der Strom geklaut, und wird gemined. Also es passiert was. Die Erkenntnis, die Verständnis ist da. Aber hier ist eigentlich der Profitgedanke natürlich im Campo oder bei denen, die das betreiben, der Profitgedanke in erster Linie der Idealismus oder der Sinn, der Zweck, wofür Bitcoin gemacht wurde, da aber halt nicht hauptgründig. Das ist ja leider immer noch so, auch vor allem hier jetzt bei uns in der Domrep, wenn du Leute ansprichst, die normale Leute, die kennen Bitcoin, haben was davon gehört, aber denen ist dann ihr Geld zu schade, um irgendwie zu investieren, ne? Ich kriege auch oft gesagt, nee, nee, ich nehme lieber echtes Geld. Und damit meinen sie dann Ja. Pesos. Ja. Also gehört haben sie es Das auf ist jeden Fall alle schon, aber wie du schon sagst, das Verständnis, aber das ist ja in Deutschland nicht anders, ne? ähnlich. Es geht ja uns auch so. Wir sind ja HODLer. Es ist ja immer eine kleine Blutblase, was man sich drückt, wenn man Bitcoin aus der Hand gibt. Es ist. Im Moment, momentan denke ich, ist einfach nur so, man will den Großen die Bitcoins nicht überlassen, aber man will auch Bitcoin damit bezahlen. Aber das Problem ist ja, Fiat ist einfach noch der Platzhirsch. Nach Möglichkeit muss man Bitcoins kaufen, so gut es geht. Man kann auch in Altcoins gehen, um Gottes Willen. Ich möchte es nicht verteufeln. Es sind halt Wertpapiere, das muss man wissen. Aber auch diese Wertpapiere, wie Aktien oder ETFs oder Gold, haben ihre Daseinsberechtigung. Aber wenn man ans Ende denkt, es wird nur Bitcoin, Land, Betongold, oder echtes Gold übrig bleiben. Es ist einfach so, alles andere wird sich auflösen oder einfach nicht mehr den Wert haben. Der Tauschhandel, und ob jetzt der Kuh-Tausch oder Bitcoin-Tausch, das ist der gleiche Schuh. Nur Fiat zwingt dich halt in das Sklavensystem einzutauchen und dir bleibt nichts anderes übrig, Lebenszeit gegen Fiat zu tauschen. Und Fiat gegen Konsumgüter, was ja Quatsch ist. Keiner macht sich Gedanken, anstatt Konsumgüter Lebensqualität sich aufzubauen. Das ist eine Spirale, die völlig verkehrt aufgesetzt ist und die Menschen das nicht verstehen können oder wollen. Keine Ahnung. Es ist so einfach. Du hast nur ein Leben. Es ist so. Ich finde, du gehst da auch mit einem richtig guten Beispiel voran. Ich sage ja auch immer, es ist nicht nur das Geldsystem, das dezentralisiert werden muss, sondern auch Nahrungsversorgung, Energieversorgung und halt alles, was dazugehört. Ne? Das ist ja heutzutage alles ziemlich zentralisiert und man hat ja während der Pandemie gesehen, wie schnell wie abhängig die Leute von solchen Systemen sind. Da sagt der Staat, ja, du darfst ungeimpft nicht mehr ins Kino gehen und dann rennen sie alle hin. Ne? Wie schnell man halt, wie manipulierbar die Leute durch diese Abhängigkeit halt einfach sind, ne? Und ich denke, da geht es bei dir hauptsächlich auch darum, eben unabhängiger von sowas zu sein, ne? Auch mal Nein sagen zu können, sich das erlauben Ja, wie zu du können. das. Ja, das Nein und Ende der Geschichte. Nein. Eben. Es sind bestimmte Dinge und auch die Leute, wo dann, darum sage ich, Internet ist ein sehr nützliches Werkzeug. Es gibt Plattformen, da kann ich Filme anschauen, kostenlos. Ich brauche die Hollywood-Kino-Abzock-Dinger nicht. Und dann brauche ich mir nicht impfen lassen. Und ich muss nicht den Blockbuster gucken, nur dass ich impf oder keine Ahnung, oder Urlaub. Ja, die Leute, wenn sie immer in Urlaub rennen, es ist schön, Urlaub ist schön, braucht man nicht reden. Aber wenn man sein Leben umgestaltet in Urlaub, Freiheiten schafft, Genau. Dezentralität, Unabhängigkeit, nicht erpressbar zum Sein. Das ist ja wichtig. Das sind die Gebote der Zeit.
ist meine Auffassung. Es kann nicht sein, dass ich mich abhängig mache von einem Händler oder abhängig mache von einem Staat. Der Staat regelt nichts. Der Staat will nur sein Geld, sein parasitäres Leben finanzieren. Da geht es nicht um uns Menschen. Wir Menschen, wir haben so eine Macht und so viele Möglichkeiten. Die Technologien sind da. Wir können das morgen beenden. Morgen. Jetzt, sofort. Wir beenden das. Nur es fehlt der Wille, die Komfortzone zu verlassen. Und das wird uns Das ja ist es. schmackhaft gemacht. Ob es jetzt eine Ja. Impfung ist oder ob es jetzt, egal was es ist. Wenn du das machst, kriegst du das. Das ist Sklaventum. Das hat mit Freiheit und Autarkie nichts zu tun. Wenn ich morgen keinen Bock habe, was zu tun, ja, dann habe ich halt übermorgen keine Tomaten. Ja, das ist dann mein Problem. Dann kann ich nicht sagen, der ist schuld oder der ist schuld. Nein, ich bin verantwortlich. Wir sind verantwortlich. Wir sind heute verantwortlich, wie weit wir Krypto vorantreiben, wie wir den Einfluss der Großen hinnehmen. Wir sind heute verantwortlich, wie unsere Kinder in der Zukunft sich verhalten. Es ist so, wenn ich meinen Service am Auto nicht mache, bin ich verantwortlich, wenn es kaputt ist. Es gibt Absolut. keinen, der ist schuld oder die. Wir. Ich, du, wir. Ja. Ganz einfach. Ist ja auch immer das, was man oft Aber es ist hört. eben die Komfortzone. Ja, das ist auch das, was man oft hört von den Leuten. Ja, ich warte auf die Masse. Ne? Die Masse macht ja so, die Masse macht ja so. Das ist auch das, was ich immer, den Punkt, den ich immer vertrete. Scheiß doch auf die Masse. Ne? Mach doch das. Kreier du doch dein eigenes Leben, mach du doch dein Leben besser. Das ist auch das Einzige, was du tun kannst. Und ich finde, das machst du schon ziemlich gut da in Paraguay. Danke, danke. Es ist Ja. aber durchaus anstrengend. Ich habe Schweißen gelernt. Gut, durch meine Selbstständigkeit vorher habe ich mit Installation, Wasser, Elektrik schon ein wenig Ahnung, Fliesen legen, Mauern. Aber man hat auch hier, man muss Schweißen lernen, man muss offen sein für bestimmte Dinge, man muss Ackerbau, Pflanzen, man muss sich an alles einlesen, aber man hat ja Zeit. Ich bin ja nicht im Hamsterrad. Ja, ich muss auch Geld verdienen, ich muss auch leben. Aber durch die Investition in die Autarkie, es sind ja keine Unsummen. Ich sage immer, wenn ich Deutschland verlasse und ich habe 30, 40, 50.000 Euro, mehr besser, dann kann ich mir was aufbauen. Ich muss halt in ein Land gehen, wo das möglich ist und wo ich frei bin. Ich kann jetzt nicht nach Amerika gehen mit 50.000 Euro, dann bin ich genauso weit wie in Deutschland. Das ist Quatsch. Aber selbst da geht's. Es geht auch da. Ist halt dann die Komfortzone wieder im Weg. Ja. Weil dann, ich ziehe dann bloß um. In der westlichen Welt ziehe ich bloß um. Ich fange nicht neu an. Und man muss schon bereit sein, Opfer zu bringen, Arschbacken zusammenkneifen, Zähne zusammenbeißen und los geht's. Also, das geht aber alleine nicht. Die Familie ist da ein großer Anker und eine große Hilfe, wenn man das gemeinsam macht. Das ist wichtig. Familiär, weil das ist der kleinste Staat im Staate und der muss funktionieren. Funktioniert nicht immer, ist normal, ist menschlich, aber die Richtung, da wollen wir hin, das ist unser Ziel. Da sollten wir dann schon sich einig sein und dazulernen. So, Autarkie ist wichtig, Ja. was das anbelangt. Da muss man miteinander. Und es ist ja auch gut, also wichtig, sehr wichtig, dass die Familie das genauso sieht. Es gab ja auch viele jetzt gerade in den letzten Jahren, die gesagt haben, ja, sogar im innersten Kreis in der Familie ist man sich so uneinig, dass man teilweise gar nicht mehr miteinander sprechen kann. Und das ist auf jeden Fall viel wert, wenn man wirklich eine Familie hinter sich stehen hat, die hilft, die dabei ist und dieses auch irgendwo versteht, ne, was dein Ziel dabei ist, warum du das überhaupt machst oder machen willst, ne? Und da ist das auf jeden Fall viel wert. Ja, es ist enorm wichtig. Es ist praktisch die Essenz. Sonst geht es nicht. Weil für mich alleine, ja, keine Ahnung, für mich alleine uninteressant. Man hat ja Kinder in die Welt gesetzt, um die Generationen weiterzuführen und die Welt zu verbessern. Also wir verändern die Welt, nicht der Politiker oder andere verändern die Welt. Wir verändern die Welt für uns und machen die für uns passend. Und ja, es gibt Ecken, wo man aneckt, ganz normal, es ist Leben. Aber man sollte seinen Kindern, denke ich, also meine Meinung ist nicht das ultimative Wissen, so aufstellen, damit sie verstehen, Unabhängigkeit und freie Entscheidungen mit Konsequenzen ist
praktisch der Grundgedanke. Man muss mit seinen Entscheidungen auch leben können und auch die Konsequenzen tragen. Aber man kann sich das ja gut durchdenken und wenn man nicht hinfällt, lernt man nicht. Also es ist einfach so. Ja, ich hätte jetzt eigentlich noch eine Frage gehabt am Ende, die wäre, was rätst du anderen, die so ein gleiches, ähnliches Ziel haben wie du? Aber irgendwie hast du schon fast alles beantwortet davon, ne? Ja. Ja, es gehört schon Risikobereitschaft dazu, Mut. Wobei es ist ja immer so, wenn man scheitert, man scheitert ja nicht. Entweder gewinnt man oder man lernt. Also es ist immer Interpretation. Und wenn man Angst hat, man müsste jetzt zurückgehen nach Deutschland, weil man gescheitert ist, den Fingerzeig, auf den kann man getrost verzichten, weil man hat es wenigstens versucht, was Neues zu machen, die Welt versuchen zu bessern, also für sich besser zu machen. Ob es jetzt Paraguay sein muss, muss jeder für sich entscheiden. Es gibt kein richtig oder falsch für viele. Es gibt für mich die richtige Entscheidung und für dich und für andere. Man muss es abwägen, man muss sich klar sein, hier hilft dir niemand. Das staatliche Fangnetz gibt es nicht, was ich ja auch nicht möchte. Bin ich nicht darauf angewiesen, weil das ist ja mein Geld, was ich wieder zurückkriege. Erpresste, beraubte Steuern wieder zurückzuholen. Aber man sollte sich Gedanken machen und wirklich an sich arbeiten und versuchen, die Welt zu verbessern, so gut es geht. Die einzige Option, die wir haben, weil die elitären oder die parasitären Politiker, die interessiert es nicht, was du machst oder was ich mache. Die wollen ihre Kohle fertig. Und aus diesem Kreis raus, damit man diese Systeme verändern kann und verbessern kann für die Zukunft, ist eigentlich erstrebenswert, weil schau dir die letzten paar hundert Jahre an, es endet immer in der Enteignung, im Chaos, und die Politikerkaste ist immer nur da. Also das ändert ja nichts. Die Herrschaftsgläubigkeit muss aus den Köpfen raus. Wir können tun und lassen, was wir wollen, weil wir sind hier alle gleich. Jeder hat die gleichen Rechte und die gleichen Pflichten und wir müssen was draus machen. Anders Absolut. Und funktioniert es nicht. zur Freiheit gehört eben auch Eigenverantwortung zu übernehmen, ne? Ohne Eigenverantwortung geht es nicht. Das ist das Wichtigste. Und Ja. Dezentralität sich aufzubauen, ist eine Investition, ja, aber ob jetzt in Deutschland investiere, in Amerika investiere oder bei mir zu Hause, es ist immer ein Grad der Autarkie, was man erreichen möchte oder sollte. Dann kommt man Stück für Stück weiter. Genau. Ja, ich würde sagen, das war ein ziemlich gutes Schlusswort oder viele Schlusswörter von dir. Ich Danke, danke. bedanke mich recht herzlich bei dir, dass du uns dein cooles Projekt vorgestellt hast. Und ich bin gespannt, wie es bei dir weitergeht. Vielleicht reden wir uns ja irgendwann nochmal, wenn du noch ein Stückchen weiter bist, vielleicht 10 Abendmeiler hast. Möglich wäre es, ja, klar. Gut. Dann schöne Grüße, mach's gut und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Danke für die Zeit, danke für das Interview und viel Spaß weiterhin und viel Erfolg auch bei dir. Danke. Tschüss.